Hallo und herzlich willkommen zurück bei Spiritfarer. Ich muss mal schauen, wo sind wir stehen geblieben? Ach ja, stimmt. In der letzten Folge sind wir, kann man das von hier aus irgendwie sehen? Ja, so halbwegs, da. Gefahren um das Walross? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwas oder irgendwen wollten wir finden. Ich weiß aber gar nicht, ob das schon hier ist oder ob wir hier einfach aus Spaß gelandet sind. Aber wir waren auf jeden Fall noch nicht auf der Insel drauf. Deswegen holen wir das jetzt erstmal nach. Aber irgendwie habe ich die Befürchtung, dass... Das könnte funktionieren. Das könnte... Es könnte nicht funktionieren. Das ist doch... Es funktioniert. Gott sei Dank. Es ist wunderschön. Oh, super. Einfach fantastisch. Die Seelenverfrau ist hier. Auf diesem gottverlassenen Fels. Mitten im Ozean. Sie hat den ganzen beschwerlichen Weg auf sich genommen. Sie hat die kalten, steilen Klippen da unten mit der kaputten Leiter gesehen. Sie hat das alles gesehen und sich gedacht, ja, wie einladend, hier bin ich sicher willkommen. Nun gut, du hast mich gefunden. Es lohnt sich nicht mehr wegzulaufen. Zeit für die alte Leier. Seelenverfrau, deren Name ich nicht kenne und nicht wissen will, ich bin die Sammlerin oder Susan. Die Götter haben mir in all ihren materialistischen Arroganz einen bösen Streich gespielt. Ich bin nämlich nicht aus freien Stücken die Sammlerin, es ist vielmehr meine Pflicht. Durch deine unablässigen Plünderungen der äußerst begrenzten Wunder dieser Welt häufst du sicher Berge von Unrat an, die größten Müllhalden der Zivilisation in den Schatten stellen. Meine Pflicht ist es, dieses skrupellose Verhalten mit noch mehr Unrat zu belohnen. Ziemlich ironisch, findest du nicht auch? Meine Vorgänger forderten den gesamten Müll als Bezahlung, für welche Zwecke auch immer. Aber in meinem Arbeitsvertrag steht nichts davon und dein Schmutz interessiert mich wahrlich nicht. Wenn die Zeit also gekommen ist, kannst du mir deine ungeheuerliche Ansammlung zeigen. Dir deine bedeutungslose Belohnung nehmen und wieder verschwinden. Schleunigst. Und hinterlass bloß keine Abfälle. Wow. so viel Freundlichkeit. Mehr können wir hier auch... Nur. Okay. Das heißt, Sammlung. Oh Gott. Gut, mal sehen, was hast du denn so? Sieht aus wie eine Art... Warum? Warum im Namen von allem, was heilig und schön ist, trägst du dieses grauenhafte Ding mit dir rum? Es tut nicht nur in den Augen weh, sondern verletzt den Inbegriff meiner Seele. Aber warte, das kommt mir bekannt vor. Oh nein. Ich hätte es gleich wissen müssen. Dieser Mann hat dich geschickt, nicht wahr? Dieser hohlköpfige, materialistische, oberflächliche Schwindler von einem Intellektuellen. Er hat dich geschickt, oder nicht? Was für ein unredliches, betrügerisches Wiesel. Er ist wütend, weil er seinen hübschen kleinen Holzdruck verloren hat, oder? Nun, den wird er jetzt nie wieder zu Gesicht bekommen. Das kann ich dir versprechen. Vielleicht wird er dadurch das ein oder andere als Asketismus lernen. Und was diese groteske, alberne Sammlung angeht, deine Belohnung dafür ist... Mal sehen. Nein, das kann nicht wahr sein. Nein, so grausam kann das Schicksal nicht sein. Na schön, nimm ihn einfach. Nimm den verdammten Holzdruck. Geh zurück zu diesem plappernden Narren. Nimm einfach alles, was du willst und geh mir aus den Augen. Oh Gott. Okay, es hat funktioniert. Aber wir... haben jetzt Sammlungen freigeschaltet? Was? Was? Oh Gott. Noch mehr sammeln. Aber okay. Wir haben den Holzdruck. Das war ja eigentlich vielmehr unser Plan. Und Francis. Hallo, Francis. Er hat neue Besorgungen. Wir sollen sie uns anschauen. Ja, das tun wir sofort. Können wir damit irgendwas... Kopfsalat sagen. Ja, damit... Zitrin her damit. So. Und, wir verkaufen eine Keramikschüssel, eine Kette, vier Ringe, Teppiche, Schuhe und eine antike Büste. Sollte verkauft werden, wird verkauft. So, jetzt haben wir Geld. Und da verkaufen wir uns. Er
hat einen seltsamen Samen wirklich nur? Das finde ich doof. Aber okay. So. Okay. Und die Alice fragt uns, wo Summer ist. Das frage ich mich aber auch. Hast du Summer heute gesehen? Ich glaube, sie kam heute Morgen nicht aus ihrem Haus. Merkwürdig. Normalerweise ist sie schon vor Sonnenaufgang wach. Irgendetwas scheint mit ihrem Haus nicht zu stimmen. Vielleicht könnte Albert, der Schiffsbauer, uns helfen? Oh, oh. Dann werden wir den doch auf jeden Fall mal aufsuchen müssen. Die Frage ist, was müssen wir tun? Das war falsch, aber ich sehe gerade, wir haben eine Flasche mit Glimps und wir haben Post. Ein Brief von deiner Schwester. Ach, stimmt, wir hatten doch irgendwann zuletzt jemanden im Seemeer gestrandet gefunden. Und das ist der Brief von der Schwester. Den lesen wir jetzt mal. Ein Brief von deiner Schwester. Simon, diese junge Dame hat mir von deinen Missgeschicken berichtet. Entweder bist du der größte Pechvogel aller Zeiten oder du möchtest deine Familie wirklich einfach nicht sehen. Anbei findest du meine Adresse. Verirr dich nicht wieder. Deine Schwester, Agatha. Eine liebende Familie. Wundervoll. So, wo wollen wir hin? Oh, oh. Ich sehe jede Menge neue Dinge. Bei ihr waren wir schon. Wir haben aber neue Inseln gefunden. Ich würde aber ganz gerne erst einmal zur Bushaltestelle fahren, damit wir einmal den Brief der Schwester abgeben können und eventuell eine Aufgabe erledigen. Und auf dem Weg, wie sollte es anders sein, kümmern wir uns einmal um Essen, lernen das Rezept für Fleischeintopf immer gut und machen mal Reis mit Muscheln. So. Und wir haben ja Bewohner, um die wir uns kümmern müssen. Ich erinnere mich, da war was. So. Und wir sind da. Perfekt. Dann reisen wir einmal. Das war ja irgendwo am hintersten Teil der Welt. Wir machen mal hier hin. So, da hat der Seehund einmal das gesamte Schiff transportiert. Muss ein sehr starker Seehund sein. So. Und wir fahren zu unserem Fragezeichen. Auf geht's. Gut. Sehr schön. Und auf dem Weg kümmern wir uns weiter um Feld und Garten und eventuell Bewohner, die uns vor die Füße laufen. So. So, und das Licht wird wieder schöner, so schön rosarot. Das heißt, die Sonne geht wohl wieder unter, aber ich frage mich gerade, wo sind denn meine ganzen Leute eigentlich? Ich meine, Summer ist in ihrem Haus und kommt nicht raus. Das wissen wir jetzt ja. Können wir da rein? Wir können rein. Können wir mit Summer sprechen? Nicht. Okay. Sie liegt da einfach nur wie betäubt auf ihrem Bett. Mhm.
So, und sie fragt nach was zu essen. Und wir geben ihr einen Salat. Und mein Freund macht hier irgendwelche Faxen, während ich aufnehme. Das ist nicht besonders freundlich. Aber gut, muss man mitleben. So, dafür knuddeln wir jetzt hier erstmal unsere Astrid. So. Und hier ist wieder die verlorene, verschollene Seele. Sieh mal einer an. Du hast meine Schwester im Dorf gefunden. Das ist unglaublich. Ist sie wütend? Sag es mir nicht. Wenn ich es schaffe, sollte das immerhin etwas wert sein. Danke nochmal. Ohne dich und ohne die Hilfe meiner Schwester würde ich jetzt wohl am Meeresgrund verrotten. So, wir haben den Brief der Schwester abgegeben und ja, ich denke, wir haben fertig. So, zumindest mit dieser Aufgabe. Was haben wir denn noch? Das ist die falsche Taste. So. Atul möchte immer noch einen Schreibtisch haben. Damit können wir noch nicht... Ja, nicht dienen. Er möchte gebratenes Hühnchen. Dafür brauchen wir Hühnerfleisch. Also vielleicht müssen wir nochmal irgendwo shoppen gehen. Verwende den Kleiderschrank, um dein Outfit zu ändern. Dann machen wir doch das mal. Hier ist auch Alice, der wir nichts zu essen geben müssen. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine arktische Bluse. Ich muss aber irgendwie sagen, das Gelb finde ich ein bisschen schöner. Den Hut in Rot finde ich doof. So, aber bei den Hosen hier können wir mal die puderfarbene Hose nehmen. So, speichern wir hier mal das Outfit. Heißt das, wir haben die Anfrage jetzt erfüllt? Ja? Nein? Vielleicht? Keine Ahnung. Ich würde fast sagen, wir... Ja, ich weiß nicht, wenn wir schon mal hier sind, wir sollten ja nochmal zu Alberts Werft, also fahren wir doch einfach mal dorthin. Wenn wir schon mal da sind, dann schauen wir mal, ob wir mit Summer weiterkommen. Kann ich jetzt schon schlafen und zum nächsten Tag? Ja, sehr schön. Im Endeffekt, die große Nacht ist ja eh gleich. Und dann können wir ganz fröhlich weiterfahren. So. Wir haben das Rezept für Paella gelernt. Sehr schön. So, ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen mehr machen mit ja, unserem Gemüse. Damit auch eventuelle vegetarische Bewohner auf ihre Kosten kommen und nicht verhungern müssen. Und ich habe doch eben erst die Felder hier gegossen. Warum müssen die schon wieder gegossen werden? Das finde ich nicht nett. Aber gut. So. Ah, so. Und hier spricht jetzt Alice. Interessante Wahl. Nun, das ist definitiv eine... moderne Wahl. Sehr jugendlich. Aber wie wäre es mit etwas klassischerem? In der unteren Schublade sollte ein schönes Lavendel-Outfit liegen. Probiere es mal an. Okay. Lavendel-Outfit. Oh. Ich meine, an sich eine sehr schöne Farbe. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ist doch sehr grell. Oh Herzchen, ist das nicht gleich viel besser? Du siehst so niedlich aus. Ich könnte dich glatt auffressen. Und du kannst noch viel mehr anprobieren. Keine falsche Schüchternheit, du kannst mich jederzeit besuchen. Ich habe die kleinen Modenschauen mit meiner Enkelin immer geliebt. Oh, was ist das? Du hast ganz unten in der Schublade einen Umschlag gefunden? Wie merkwürdig. Aber spann mich nicht auf die Folter, öffne ihn.
Was ist drin? Fotos und Briefe? Oh, das sind meine. Wie sind die denn dort gelandet? Sehr rätselhaft. Sieh nur, das ist die Handschrift meines Mannes. Oh, ziemlich unleserlich. Ich weiß, er war nie besonders grazil. Dafür aber sehr geschickt und so voller Liebe. Oh, und da, mein Garten hinter dem Haus. Siehst du die ganzen Bäume? Mein lieber Eugene hat für jedes unserer Kinder eingepflanzt. Und später auch für unsere Enkel. Wir hatten Bäume voller Äpfel, Kirschen, Birnen. Ich weiß noch, wie meine Enkelin im Apfelbaum ihrer Mutter gespielt hat. Wundervolle Erinnerungen. Oh, ich komme schon wieder vom 100. ins 1000. Geh nur, Schätzchen. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Ja. Aber ich ziehe mich jetzt wieder um. Okay, ich kann die Katze jetzt lila machen. Nein. Ja. Wir machen die Katze lila, einfach weil wir es können. Aber wir nehmen auf jeden Fall wieder unsere gelbe Bluse, den grünen Hut und ja, von mir ist hier diese Hose. Was haben wir für Schuhe? Grüne, Malbefarben, schwarz. So, machen wir so. Dann sehen wir mal ein bisschen anders aus. Und was hat sie zu sagen? Genau wie in meiner Erinnerung. Bisher hatte ich noch nicht wirklich darüber nachgedacht, aber Stella, dieser Obstgarten sieht fast genauso aus wie den mein Mann gebaut hat. Hast du all diese kleinen Details gesehen? Ja, er war ein Meister der Holzarbeit. Zumindest solange er seine Hände noch benutzen konnte. Als unsere erste Tochter geboren wurde, haben wir auch unseren ersten Apfelbaum gepflanzt. Du solltest auch einen Baum pflanzen. Natürlich wird es einige Zeit dauern, bis er Früchte trägt. Aber wenn er erstmal wächst, wird er dich mit Stolz erfüllen und ein Leben lang begleiten. Oh, ich rede wieder wie ein Wasserfall. Ich lasse dich jetzt in Ruhe. Wir haben doch schon Bäume gepflanzt. So, aber wir sind bei Albert angekommen. So, also nichts wie rauf. Auf seine Insel. Vielleicht können wir dann Samar ein bisschen helfen. Ich bin gespannt. Was gibt's? Oh, das Gesicht kenne ich nur zu gut. Es geht um ein Haus, das grüne und braun. Oder? Du hast ein Problem damit, nicht wahr? Ja, das konnte ich schon von weitem sehen. Hör zu. Ich bin ein Meister meines Fachs. Ich und die Jungs, wir sind echte Profis. Und wir meckern nur selten über die Arbeit anderer Handwerker. Aber dieses Haus, oh Mann. Das ist mit Abstand die schlampigste Arbeit, die ich je gesehen habe. Frechheit. Also, lasse das eine Lehre sein. Vertrau nicht einfach jedem dahergelaufenen Amateur. Komm lieber zu einem Profi. Aber gut, erzähl mir, welche Beschwerden deine Passagierin hat. Wie, sie schläft? Oh, natürlich. Sie ist sehr empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Stell dir nur mal vor, wie kalt ihr sein muss. Mal ganz abgesehen von ihrer trockenen, schuppigen Haut. Nein, nein, sie braucht ein System, das die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit regelt. Zum Glück ist das Gebäude so baufällig, dass es genügend Risse für Kabel und Elektronik gibt. Also gut, hier. Ein paar Pläne und Schaltbilder für eine schöne, universelle Anlage. Top-Qualität. Eine Gefälligkeit. Denn wie könntest du deine Schulden bezahlen, wenn dein Schiff auseinanderfällt? Okay, schön. Wir haben eine Aufwertung erworben, die sich da schimpft. Klimaanlage. Okay, sehr schön. Können wir uns hier irgendwas leisten? Nö. Nein, nicht mal ein wenig und schon gar nicht. Okay, gut. Also geht es wieder zurück auf unser Schiff und wir schauen mal, was wir für die Klimaanlage brauchen. Aufwerten. Kupferbarren, Eisenbarren, Glas. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt sehr gerne, wie ich an Glas rankomme. Haben wir irgendwie vielleicht hier irgendwas, womit man Glas herstellen kann? Zerkleinerer. Nö. Hühnerstall eher weniger. Feld auch nicht. Sägewerk, Windmühle, Obstgarten. Schafpferch. Sieht irgendwie nicht ganz so aus. Nee, okay. Vielleicht kann man es kaufen. So. Und ich sehe, wir müssen scheinbar keine neuen Bäume pflanzen. Aber erstmal kümmern wir uns kurz um das Schaf. Das soll ja nicht schwitzen. So, perfekt.
Die Bolle nehmen wir mit und dann sprechen wir einmal mit Alice. Stella, dieser Baum ist so schnell gewachsen. Ich bin mir sicher, dass das zum Großteil an der Liebe liegt, die du ihm geschenkt hast. Die Gesetze dieser Welt würden das jedenfalls zulassen. Nun, ich bin froh, dass der Baum nun ausgewachsen ist. Ich weiß, dass er dir wundervolle Erinnerungen schenken kann. Stella, ich habe nachgedacht. Mein ganzes Leben lang musste ich mich um andere kümmern. Kochen, putzen, die Kinder versorgen. Sie sind ein wahrer Segen, aber ich hatte nie Zeit für Aufregung, Abenteuer. Ich dachte, also natürlich nur, falls es nicht zu viel Aufwand ist. Und da wir sowieso die ganze Zeit über viel herumreisen, nun ja, ob du vielleicht auf eine kleine Reise mit mir gehen könntest? Nur du und ich. Wir werden jede Menge Spaß haben, das verspreche ich. Wie wäre es mit der kleinen Ortschaft Nordweiler? Wie ich gehört habe, sieht es dort aus wie in meinen schwedischen Liebesromanen. Oh, diese Bücher verschlinge ich geradezu. Wie, du magst sie auch? Ich wusste doch, dass du die Klasse hast. Nun ja, wenn wir mal in der Gegend sind, könnten wir dort eine schöne Zeit verbringen. Ja, das mache ich doch gerne. Ich möchte aber hier erstmal raus. So. Und wollte nicht sie was von uns? Nö. Okay. Dann schauen wir uns doch mal an, was müssen wir noch machen. Nach Nordweiler reisen. Pflanze einige Ressourcen auf Maschas Panzer. Müssen wir das machen? Na gut, machen wir. Genau, dem Typen mit Furugawa den Holzdruck zurückgeben. Und Samas Zufluchtsort aufwerten. Also, Furugawa und Nordweiler sind sozusagen erstmal die Orte, zu denen wir hin müssen. Vielleicht ergibt sich da ja noch was. Wo ist denn Nordweiler? Hier. Okay, da kann man Hühnerfleisch kaufen und Metallseile. Kann man eigentlich irgendwo Glas kaufen? Okay. Also. Wir... Wie machen wir das am schlauesten? Ist da irgendwo was in der Nähe zum... Ah. Ja, komm, wir fahren hier zur Bushaltestelle und verkürzen zumindest ein wenig unseren Weg. So. Die Pflanzen brauchen schon wieder Wasser. Ich war doch jetzt keinen Tag weg. Was ist denn da los? Ist das so richtig? Ich weiß es nicht. Naja, gut. Wat mut dat mut. Ich find's irgendwie schön, dass unsere Katze jetzt lila ist. So, und wie es aussieht, sind wir da. Ein Träumchen. Dann reisen wir nach dort. Oder aber wir reisen hier hin und von dort aus dann zu Mascha, auf der wir ja was anbauen müssen. Und wer zum Teufel ist das? Ach so, das ist nur Susans Museum. Okay. Dann reisen wir erstmal dahin und dann zu Mascha. Damit wir dort etwas anbauen können auf ihrem Rücken. So. Dann setzen wir einmal die Segel. Und dann beenden wir die Folge auch an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Mascha wieder. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.